Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Ja, wir haben einen langen Weg vor uns gehabt. Wir sind in der Erinnerung von Satya. Hieß sie Satya? Ich glaube, sie hieß Satya. Und stehen nun hier vor dem Tore des, ich habe keine Ahnung, Rashtun. Boah, keine Ahnung. Und ja, die Dämonenhorden stehen kurz bevor und ich glaube, bald werden wir herausfinden, was denn nun hier passiert ist. Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich heiße Satya. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ich muss gestehen, wir sind etwas, wie soll ich sagen, überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Ich trau dem Typen nicht darum. Ich weiß es nicht. Dann ist es gut, dass ihr hier seid. Wir im Konzil der Elemente sind auf die Erforschung geheimnisvoller Artefakte spezialisiert. Diese zeitlosen Hallen bieten viel Gelegenheit dazu. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Und hier ein weiteres urzeitliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Ich finde ihn ja ganz okay. Aber es ist gerade... Und nicht eine Treppe, weitere Treppe. Ah, die Zucchini. Ich liebe Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt, das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir schon die ganze Zeit eigentlich. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Das ist krass. Darin befindet sich das Heilige Heer?
Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden. Sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahrim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Okay. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Nehmt meine Hand. Sieht nicht im Prinz so, auf. Da wären wir. Ich habe euch ganz schön in eine Falle gelockt, hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich raff grad gar nichts mehr. Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse. Und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber? Nein. Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken. Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert. Okay. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Ich warte. Soll ich ihr jetzt... Ach so. Stab. Fehlen nur noch der Dolch und die Maske. Dolch. Und nun noch die Maske. Maske. Ich bin gleich zurück. Hab so ein bisschen das Gefühl, wir wurden verarscht. Wer auch immer du bist. Danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir 2-mal überlegt. Hallo, Kasim. Ich bin es. Satya. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt? Lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei, und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter.
Das ich brachte stimmt. die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Gutmütig. Ich glaube, er ist nicht böse. Der Prinz ist schon richtig. Aber was haben wir hier? Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Flieg rüber. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Na, hoffentlich nicht, denn, Stein ist mittlerweile eine ganz doofe Sache, habe ich kennengelernt. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern. Bloß nicht so lange hinsehen. Okay, haben wir denn hier noch was? Sie fühlt sich an wie Wachs. Nach der Reise durch den Raschthulswall habe ich mehr als genug Pflanzen gesehen. Du hast allerdings recht. Und das war's auch schon. Ich kann nur noch zur Haupthalle und das wird mir der Geist wahrscheinlich verbieten. Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Ich komme mir verarscht vor. Alkohol. Auf die Pflanze. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich versuche gerade die Luftgeister ausfindig zu machen, aber wie macht man einen Luftgeister ausfindig? Das bringt mich nicht weiter. Es ist, kann ich eventuell hier irgendwie das runter machen? Also der halt Weg der Willkür ist... Nee, es geht also nicht. Ah, vielleicht das Bett. Das dreckig. Führt doch zu nichts. Du sollst das Bett dreckig machen, kannst du nicht schlafen. Ich weiß nicht einmal, wo ich... Das führt doch zu nichts. Okay. Das führt doch... Ich probiere es nochmal rauszugehen. Langsam bin ich böse. Das mache ich erst wieder, wenn ich es brauche. Besser nicht. Ich weiß nicht einmal... Ich meine, ich habe jetzt drei Dinge, die ich hier machen kann. Ich kann den Rubin mit der Pflanze kombinieren. Nein. Den Rubin mit dem Bett kombinieren. Lieber nicht. Den Rubin mit dem Schloss kombinieren. Nein. Das ist... Okay, ich kann den Band... Ich weiß nicht einmal... Ja, genau. Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Mir fehlt die Vision. Jetzt reicht aber langsam hier, meine Dame. Jetzt haben wir noch den Alkohol. Das bringt mich nicht weit. Nein. Ich darf mein Ziel nicht auf... Du hast kein Ziel. Das wird niemals gehen. Ja, ich weiß. Hier gibt's ja nichts anderes mehr, da bin ich blind. Bett, Pflanze, fliegende Festung, rausgehen. Der Weg der Willkür, das bringt mich... Das mache ich... Tja, jetzt habe ich wirklich alles kombiniert, was irgendwie nur geht. Wie oft soll ich denn noch hier? Vielleicht soll ich doch schaffen. Niemals. Gehen? Ich bin das Mut. Bloß nicht so lang. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Ach, haben wir noch Zauber? Ah, nee, haben wir auch nicht mehr. Eine Rolle verbannt. Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Jetzt habe ich wirklich alles versucht.
War sie nicht eben noch ganz still? Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Ah, schon klar. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Komm zu mir. Okay, macht er nicht. Sprich mit mir. Warum bist du hier? Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Lass uns spielen. Lass uns fliegen. Fliegen will er also nicht. Okay, er will spielen, aber er will nicht fliegen. Lass uns Verstecken spielen. Ah. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Okay. Wow. Ach so, ich kann jetzt... Ach du meine Güte. Nanu. Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Vahim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Todgeweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenüber gesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können... Bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Keshal Ri ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Alles klar, diese Festung dient also dazu, die momentane Unsterblichkeit der Dämonen, ist wie, wie hieß denn das, bei Ragnarok, der Tag, an dem die Götter sterblich gemacht werden. So ungefähr funktioniert die Festung.